Kein neuer Hintergrund, soll auch keine Werbung sein für den Kanal. Da oben kriege ich meine Hände nicht hin. Vielleicht sehen wir das ja auch nachträglich mal bei YouTube, man weiß es nicht. Es geht heute um einen SEK-Zugriff bei einem Reichsbürger. Er selber sieht sich nicht als Reichsbürger. Ich habe das Video zugeschickt bekommen, wo wir mal darüber gesprochen haben. Und zwar geht es um den ehemaligen Mr. Germany, Mr. Adrian Ursache. Dieses Video ist völlig an mir vorbeigekommen. Ich war teilweise geschockt, wo ich das gesehen habe und wie die Menschen das aufgenommen haben, was darunter kommentiert wurde, wie es am Anfang kommentiert wird. Dieses Video zeigt sehr, sehr gut, in welcher Radikalität oder wozu das führen kann, wenn man sich diesen radikalen Sachen hingibt, wie man sich wehrt gegen Staat mit Waffen, SEK-Zugriff, Dinge nicht. Also hier ist wirklich alles drin. Ich habe vorhin kurz reingeschaut. Ich bin, ja, ich finde es gut, dass Polizei hier zugegriffen hat. Können wir gleich gerne ein bisschen drüber diskutieren. Wir sehen hier Bildaufnahmen gleich von den Helmkameras von der Polizei, die dort zugegriffen haben. Wir starten mit dem Video gleich. Es geht gleich los. Der Ton ist leider sehr, sehr leise. Nein, Leute, es liegt nicht an mir. Einfach das Video ist einfach leise aufgenommen. Ich glaube, das ist eine geheime Handyaufnahme, die wir am Anfang hören. Kann ich auch wirklich nicht viel rausklabüstern. Kriege ich wirklich nicht viel mit. Und ich habe jetzt ganz vergessen, einmal zwischendurch das zu bewerben. So, machen wir noch ganz schnell. So, jetzt live, Leute, kommt rüber zu Twitch. So, guck mal, so schnell geht das. Dann brauche ich nur den Twitch-Link, komm mal vergessen. Aber so ist das nun mal und wir ziehen uns dann jetzt hier gleich rein. So, wo sind jetzt hier meine Links? Habe ich hier überhaupt noch Links? Da. So, so schnell ist das. Kopiert, komm. So viel Zeit haben wir noch zusammen, ne? Warten wir noch auf ein paar Leute. Und so, erledigt, Leute. Da bin ich schon wieder. Da bin ich schon wieder für euch sozusagen da. Also, schön, dass ihr mit dabei seid. Gleich mal ein paar Leute rein. Dankeschön für das Abo. Und ich würde das Video laufen lassen. Da gibt es gleich am Anfang gibt's richtig gut was zu kommentieren. Ton, tut mir leid, Leute. Ihr seid eine faschistische Nazi-Organisation. Sag doch mal, Merkel, dass du eine Nazi-Sau bist. Gib's doch einfach zu. Also, ich weiß nicht, ob Engio gehört hat. Gib's doch zu, dass du eine faschistische Nazi-Sau bist. Und sag das doch mal der Merkel oder Merkel, du irgendwas. Ja, also. Das wird ja dann sowieso immer umgedreht, wenn der Staat dann zugreift und der Staat steht und durchsucht, dann ist der Staat auch Nazi. Diese Keule wird auch viel rausgeholt. Auch bei Kriminellen, die aktiv sind, mit Migrationshintergrund wird das dann auch schnell gesagt. Das finde ich ist immer nicht richtig, weil dass die wirkliche Nazis unterwegs sind, dass das dann so ein bisschen untergeht. Und das finde ich, das ist nicht in Ordnung. Auf jeden Fall ist hier gleich sehr, sehr viel drin. Genau. Mein Mikro, ja. Tut mir leid wegen dem Ton. Besser jetzt? Bisschen leise? Ist besser jetzt? Top vorbereitet heute, oder? Oh Mann, weil ich hier immer an meinem Rechner alles umstellen muss, wenn ich normal arbeite. Okay, tut mir leid, Leute. Aber ihr seid ja trotzdem mit dabei. Und da ist wahrscheinlich eine geheime Handyaufnahme, wo dann einer der Durchsuchten dann ja, das aufnimmt und dann sagt hier, ihr Polizisten, ihr seid ja alles Nazis und Faschisten. Staat hat das schon mal zugegeben. Ja, okay, aber das ist doch meine Pflicht, das ist ja, diese Fratze in die Öffentlichkeit zu zerren. Das ist doch meine Pflicht. Als Deutscher, als Mensch, als Affe auf diesem Planeten, das ist. Als Deutscher, als Mensch, als Affe ist es meine Pflicht, diese Fratze zu entblößen und dies in die Öffentlichkeit zu zerren. Da wissen wir schon, der Gesprächspartner, der da gegenüber sitzt, da weißt du schon, was da los ist, ja. Da musst du auch immer erstmal Bock drauf haben, das dir als Polizist anzuhören. Meine Pflicht, die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Und jetzt? Bin ich bereitbar? Aber sie wird es nicht zugeben. Ja, aber ist doch mir scheißegal. Dann leugne doch selber deine eigene Vergangenheit. Leugne doch, wofür du stehst. Gut, wir sind schon mal sehr gespannt. Um 9 Uhr soll es losgehen. Wie gesagt, wir haben jetzt noch 2 Stunden Gnadenfrist. Also, ich habe hier auch ein bisschen was von Wikipedia rausgeholt. Ich lese das hier mal kurz vor auf meinem Monitor. Am 24.08.2016 um 9 Uhr morgens sollte eine Zwangsvollstreckung durchgeführt werden. Hierbei handelte es sich um eine Zwangsräumung einer Immobilie. Der Beschuldigte hat den ganzen Tag mit seinen Freunden gewartet, bis der Gerichtsvollzieher kommt, um seine Arbeit zu vollziehen. Dieser ist nicht erschienen, es gab auch keinen telefonischen Kontakt zu diesem Termin, den abzusagen. Man muss dazu sagen, wenn du im Internet ein bisschen recherchierst, ist es so, dass diese netten Typen, wie sie sich hier gerade so geben, die haben
auf einem YouTube-Kanal und in Social Media haben die das Gesicht des Gerichtsvollziehers veröffentlicht, ihn bedroht mit dem Tode, haben seine Familie bedroht, haben das in die Öffentlichkeit gezogen und konnte dann seiner Arbeit nicht mehr nachgehen. Das fällt hier alles so ein bisschen runter. Ja, so in dem Sinne, hier kommt der Staat, kommt einfach keiner, kommt einfach die Polizei. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, muss man auch einfach mal sagen, ist der Gerichtsvollzieher, da gibt es schon viele lange Briefwechsel, bis es zur Zwangsvollstreckung kommt, passiert wirklich viel. Da musst du sehr, sehr viele gelbe Zettel weggeschmissen haben und nicht geantwortet haben, nichts bezahlt haben. Und bis dann wirklich es zur Zwangsräumung kommt und die Polizei kommt damit, ist echt schon viel passiert. Das ist nicht hier so einfach mal, ja, da war ein Termin und der ist nicht gekommen. Der hat selbst noch, nach diesem Vorfall hat der Gerichtsvollzieher immer noch Personenschutz vom LKA, glaube ich, Sachsen-Anhalt gehabt. Und das geht hier alles so ein bisschen unter. Ja, dann, ich finde, das müsste man schon mit erwähnen, kann man aber alles auch so ein bisschen im Internet nachlesen. Hier klingt das jetzt so, wir haben da gewartet, wir wollten alles, hey, Suchi, ganz normale Zwangsvollstreckung durchführen und dann auf einmal kommt die Polizei. Nein, 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 Leute. Stimmt aus meiner Sicht nicht, zumindest wo ich mich mit dem Thema vorhin beschäftigt habe. Und machen uns natürlich alle Gedanken, was wohl passieren wird, wie es wohl ausgehen wird. Aber auf jeden Fall soll heute hier eine Entscheidung getroffen werden. Es ist jetzt 10 Uhr. Also ich finde es dann auch immer gut, tut mir leid, das kickt hart rein. Laut Gesetz hätte es zu einer neuen Terminvergabe kommen müssen. Weiß ich nicht, wie das mit einer Bedrohungslage aus ist, was da vorher passiert ist und so weiter. So einfach ist das nicht, liebe Leute. Und das ist auch immer geil. Leute, die vermeintlich diesen Staat ablehnen, die Gesetze ablehnen, den Staat nicht anerkennen. Aber wenn es dann um den Vollstreckungstermin geht, da ist das Gesetzbuch rauf und runter. Und das muss ich auch sagen. Egal, ob du den Staat ablehnst oder nicht, die Gesetze gelten für dich. Und auch selbst da hält der Rechtsstaat sich an seinen Auftrag und an seine Regeln. Natürlich lässt er dann nicht mehr so einfach mit sich reden. Das ist das Problem. Also ich selber habe schon mit dem Endboss Finanzamt zu tun gehabt. Und wenn man da kooperativ ist und zumindest zusammenarbeitet, dann kann man da auch mal, kann man Termine verschieben, kann man Fristen verlängern lassen und so weiter. Aber das ist das Spiel wie immer im Leben, ne, mit dem Rein- und Rausschreien. So einfach ist das. Und ja, Ralf schreibt auch, warum geht es bei Menschen, die diesen Staat ablehnen, am Ende immer um Steuern? Ja, ist schon merkwürdig. Und das hier so zu schreiben, der Gerichtsvollzieher ist an dem Tag nicht erschienen und so war davon auszugehen, dass er verhindert war. Der hatte Angst. Der wurde von denen massiv bedroht. Und das hier so zu schildern, da frage ich mich immer, wer das so unreflektiert dann aufnimmt. Dann muss man sich mit der Sache schon so ein bisschen, schon so ein bisschen mit beschäftigen. Also der Adrian Ursache, der hat auf dem Grundstück seiner Schwiegereltern in Reuden den Scheinstaat Ur gegründet. Ja, er selber bestreitet allerdings, ein Reichsbürger zu sein, aber schloss sich damit der Ideologie der Reichsbewegung an. Weil er sich weigerte, eine Vielzahl an staatlichen und privaten Zahlungsaufforderungen in Höhe von insgesamt rund 150.000 Euro nachzukommen, wurde sein Grundstück zwangsversteigert. Ja, der wiederholten Aufforderung zur Räumung des Geländes kam er nicht nach. Deswegen beantragte der neue Eigentümer im Amtsgericht Zeitz die Zwangsräumung. Und es ist immer dann ein Phänomen, dass dann auch immer der Staat Schuld hat, wenn dann nicht bezahlt wird. Ich muss dazu sagen, ich stelle mir vor, ich wäre der Verkäufer dieses Grundstücks, der Adrian und seine Kumpels ziehen da ein. Alles wird beim Notar unterschrieben und dann kommt irgendwann die Zahlungsaufforderung vom Notar. Hier, Sie müssen Herrn Schlaffer noch irgendwie 100.000 Euro für das Grundstück in Zeit bezahlen. Und dann sagt er so, nee, mit Euro habe ich nichts zu tun. Ich habe das Herrn Schlaffer schon per Lichtenergie, habe ich ihm Engelgeld geschickt. Ja, das mag vielleicht für Peter, den ersten König von Deutschland, ein Zahlungsmittel sein. Aber ich hätte gerne das, was im Notarvertrag vereinbart war. Und ich hätte gerne die 100.000 Euro. Und da muss man dann auch mal sagen, und wenn er dann Grunderwerbsteuer nicht bezahlt und alles mögliche, was er rankommt, Eintragungsnachrichten vom Notar, ich kann mir schon vorstellen, jeder weiß, was da so alles auf einen zukommt, wenn man mit Immobilien zu tun hat und du bezahlst die nicht, dass da irgendjemand angepisst ist und will sein Grundstück zurück.
Und er sagt dann so, ja, das kannst du jetzt nicht zurückhaben, weil dein Grundstück ist jetzt leider in Ur, also nicht Ur, Ur mit H, sondern Ur wie Urwald oder Ur-Sache. Also, ja, und dann geht halt eine Maschinerie los, du bezahlst nicht und dann zieht sich das auch noch. Hier wird nichts davon erwähnt von seinen Kumpels hier mit der Fahne. Ich glaube, das ist Mecklenburg-Vorpommern, eine abgewandelte Fahne. Wird nichts davon erwähnt, dass hier vielleicht die Zahlungsmoral Schufa 5% war, ne? 17 hier im Lande Ur und es ist nichts passiert. Es ist keine Polizeigewalt eingetroffen, kein Gerichtsvollzieher, nichts. Das heißt, dieser Termin ist einfach geplant. Leute, Adrian wurde gerade erschossen. Eben gerade, hier sind 50 oder 60 Bullen, der ist tot. Adrian ist tot. Mr. Germany von 1998, sein Mini-Königreich gegründet, wo er sich nicht an deutsche Gesetze gebunden sieht. So, jetzt muss man auch mal dazu sagen, nicht bei jeder Zwangsräumung kommen jetzt irgendwie 50, 60 schwer in Montur angezogene und bewaffnete Beamten mit SEK und so weiter. Hier war jemand vorher schon, der im Internet gesagt hat, er akzeptiert den deutschen Staat nicht, er wird sich wehren, er hat Leute auf dem Grundstück und so weiter, er wird dieses Grundstück nicht hergeben und so weiter. Und dann geht eine Maschinerie halt los auch bei dem Staat. Es kann auch eine Zwangsräumung stattfinden, wo dann wirklich örtlich, wo der Gerichtsvollzieher begleitet wird von vier örtlichen Polizeikräften und das so. Sondern hier gibt es dann eine Gefährdungseinschätzung, ja, wie ist die Lage, was ist los. Und so wird dann mobilisiert, ja, wenn jemand sagt, ich wehre mich hier und ich akzeptiere diesen Staat nicht und mich müsste hier tot raustragen und tot der BRD, tot dem Polizisten, tot dem Hamster und der Mikrowelle, dann hat der Staat gar keine andere Wahl, als zu sagen, okay, wir müssen jetzt hier auffahren. Das ist doch klar, wenn wir eine Durchsuchung hatten bei uns, egal ob das vorher im Rechtsextremismus war oder nachher im Rockerclub, ist doch klar, dass da nicht vier Polizisten im Streifenwagen ankommen, die vorher dann noch bei McDonald's sich Kids-Menü, Milchshake und eine Apfeltasche gekauft haben. Sondern da kommen natürlich die Truppen auch, die wissen, okay, wir haben Leute dabei, die sind gewalttätig, die lehnen diesen Staat ab, die werden sich wehren und so dementsprechend wird eingesetzt. Das ist, hier wird dann so damit gearbeitet, so, ja, das war ja nicht verhältnismäßig und so weiter, der arme Adrian Ursache hat nur vergessen, Geld zu bezahlen und will nicht gehen. Nee, Digga, das, wenn du dich vorher ins Internet hinsetzt und den Gerichtsvollzieher bedrohst mit dem Tod, dann wirst du dich wundern, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn dann irgendwann der Staat um die Ecke kommt und sagt, oh, Das gucken wir mal, ob wir dich nicht doch irgendwie cashen können. Als es heute Morgen dann mit Unterstützung des SEK dann doch zur Räumung kam, soll der 41-Jährige die Spezialeinheiten mit einer Waffe bedroht haben. Es kam zu einem Schusswechsel, bei dem zwei Polizisten verletzt wurden. Der Angreifer selbst wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus geflogen werden. Also, wir haben das ja eben gerade gehört. Der Angreifer, der Adrian Ursach, musste dann mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Da muss man auch mal wieder sagen, dass da der Staat dann wieder, also der zahlt erstmal das Geld nicht von irgendjemandem, von dem er das Grundstück gekauft hat. Das ist schon mal das erste Opfer hier, nicht Adrian Ursache. Er hat ein Grundstück sich von irgendjemandem besorgt, hat das nicht bezahlt, so peng. Dann schießt er auf Polizei, dann wird zurück angeschossen und dann rufen die noch einen Hubschrauber, um sein Leben zu retten. Und ich finde diesen Staat scheiße und so weiter. Das ist mein Königreich. Ich will nur in das Krankenhaus von Peter, erster König von Deutschland. Und ich bin ja hier so pro Rechtsstaat, ne? Wenn da geschossen wird auf die Beamten, ja, na klar, Waffe ziehen und aufschießen. Ist halt so. Ich weiß, dann kommen Leute immer so manchmal um die Ecke und sagen, ja, was ist, wenn es eine Gaspistole war und so weiter. Wer vorher im Internet rumposaunt und er bringt hier alle um, die auf sein Grundstück kommen und so weiter, dann wird da natürlich scharf geschossen. Was willst du sonst dazu sagen? Also auch nochmal ein paar Hintergrundinformationen, auch hier zu Adrian Ursache. Geboren in Rumänien 1974, also ist alles Wikipedia. Ich muss sagen, mein Wikipedia-Eintrag ist fair und stimmt zu 95%. Deswegen nehme ich Wikipedia auch immer gerne als Informationsquelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Adrian Ursache begann eine Ausbildung zur Kfz-Mechanik und setzte diese in Deutschland fort. Anschließend leistete 1997, 1998 in Berlin seinen Zivildienst durch die Betreuung schwerstbehinderter ab.
1998 wurde er zu Mr. Germany gewählt. In dieser Zeit konvertierte Ursache zum Islam, um seine damalige Verlobte Yasmin Mansour, eine ehemalige Miss Germany, heiraten zu können. So. Später absolvierte Adrian Ursache an der Hochschule Anhalt ein Studium der Fachrichtung International Trade und dass er als Executive Master of Business Administration abschloss. Nach dem Studium arbeitete er im Vertrieb verschiedener Mobilfunkunternehmen. Anschließend stieg er als Gesellschafts- und Investor in die Solarbranche ein und gründete später die Dima Da Energy GmbH. 2003 heiratete Ursache die Schönheitskönigin Sandra Hoffmann, aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor. 2019 berichtet die Bild-Zeitung, dass sich das Paar getrennt habe. Also geht um jemanden, der zur Reichsbürgerbewegung zählt und sein Grundstück nicht hat räumen lassen. Zwangsvollstreckung, Zwangsräumung. Polizei rückt mit großem Aufgebot an und wehrt sich dann mit Schüssen gegen die Polizei. Wir sehen gleich noch Live-Footage sozusagen, damit man mal so einen Eindruck bekommt. Wir haben letztens darüber gesprochen, wie funktioniert Polizei, wie funktioniert Zugriff. Und das dann mal so zu sehen, ist dann auch mal ganz wichtig, dass man weiß, okay, dass der Staat am längeren Hebel sitzt. Ja, und Ralf schreibt auch gerade, lässt sich doch keiner abknallen, nur weil er nicht weiß, ob es doch bloß eine Gaspistole ist. Den möchte ich mal sehen, der so denkt. Guter Grabsteinspruch, dachte, es wäre eine Gaspistole. Ja, ist so. Genau so ist das. Aber wir sehen hier, glaube ich, auch noch ein paar merkwürdige Typen. Gleich und gleich gesellt sich gern auf diesem Grundstück. Da sehen wir gleich noch ein paar merkwürdige. Von wem habe ich? Ja, und wer seid ihr denn, hey? Ihr könnt keine Besitzer sein. Ja, heute Morgen sollte ja das Haus von Adrian Ursache geräumt werden. Der Gerichtsvollzieher ahnte schon, gerade nach dem gestrigen. Also dieser Typ, der dann da immer in die Kamera sabbelt mit seinem Ton, da kommen die vier Leute da ans Grundstück an. Wahrscheinlich haben die ihr Grundstück zurückbekommen oder haben das dem anderen, dem alten Eigentümer abgekauft. Die haben dann vielleicht auch die Zwangsvollstreckung und Zwangsräumung vorangetrieben und so weiter. Da hörst du ja schon in der Tonalität, ihr könnt gar keine Besitzer und Eigentümer sein, weil wir sind hier auf dem Staat Ur und der Staat hat die gar keine Befugnisse und so weiter und Engelgeld muss noch verrechnet werden. Ja, da weißt du schon, da ist richtig was los und das ist mir auch ganz wichtig, das immer wieder zu sagen, auch wenn Axel und ich darüber sprechen, ja, und wir uns manchmal auch mit ein bisschen Fremdscham und Spaß uns das angucken, ist es halt doch immer bitterer Ernst, ne? Wenn dann hier Waffen ins Spiel kommen, die Leute steigern sich so weit rein und sagen, ja, nee, das ist unser kleiner Mikrostaat hier und Deutschland GmbH hat hier keinen Zugriff und wir wehren uns mit Waffen, stellt euch vor, die würden noch an Waffen kommen. Ja, und dann hier so der Text, ne? Der Angriff erfolgte gegen 8.30 Uhr, weiße Transporter rollten an, dann ging alles sehr schnell, bewaffnete, vollgepanzerte, vermummte Angreifer sprangen über die Zäune und Gartentore. Adrian verteidigte seinen Besitz und schrie, schieß doch, schieß doch. Vier der Angreifer standen ihm mit gezogenen Waffen gegenüber. Die Polizisten eröffneten das Feuer und Adrian ging zu Boden. Ja, also wow, da haben wir aber Propaganda vom Feinsten drin. Selbst wenn wir, es ist erstmal der Angriff, die Sprache rollte an, bewaffnete, vollgepanzerte und vermummte Angreifer, ganz normale Kampfmontur der Polizei, ja, also so. Eigenschutz, ja, was erwarten Sie, dass die jetzt in der Unterhose eingeölt kommen und wir machen Grappling oder was weiß ich, Wrestling auf dem Boden. Sprangen über die Zäune und Gartentore, ja, das Ding ist halt, ne, wenn man dann klingelt, macht halt Adrian nicht auf, ne, also da macht die Polizei dann Zugriff. Adrian verteidigte seinen Besitz, da würde ich sagen, Adrian verteidigte einen Besitz, aber nicht seinen Besitz, ja. Und ja, schieß doch. Und was hier so ein bisschen untergeht, ist, dass der Adrian Ursache hier, und so ist er laut Gericht auch verurteilt worden. Wegen versuchten Mordes, Körperverletzungen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten sowie unerlaubten Besitzes einer Schusswaffe und Munition zu einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren. Das kann ich schon mal leaken. Also, er hat und soll auf die Polizei geschossen haben. Das Projektil ist von dem Helm des Beamten quergeschlagen wohl, hat ihn dann auch am Hals verletzt und die haben dann das Feuer auch auf Adrian Ursache eröffnet, der diesen Schusswechsel dann auch überlebt hat.
Ja, aber hier, wie das hier so berichtet wird, und sowas klicken Leute an aus der Reichsbürgerszene, ne? Also, ja, um zu zeigen, guck mal hier, wie krass der Staat so ist und zugreift, und dann geht das hier ein bisschen unter, dass der Adrian dann auch die Beamten geschossen hat, ne? Im Tag auch, dass das nicht ganz unblutig enden könnte, und hat dementsprechend um Polizeischutz gebeten. Die Polizei war dann auch sehr stark vor Ort, und so kam es dann auch zur Schießerei, als man dann merkte, dass Adrian Ursache eine Waffe in den Händen hält. 5 Schüsse, das hat uns die Nachbarin so erzählt, 5 Schüsse sollen gefallen sein. Bei diesem Schusswechsel wurde Adrian Ursache schwer am Oberkörper verletzt. Also, hier steht jetzt, der Streitwert bezifferte sich um 4.000 Euro. Vielleicht ein Kommafehler. Im Internet zu dem, was man findet, was die Höhe der Zwangsversteigerung und des Streitwerts trifft, man Summen zwischen 140.000 und 150.000 Euro. Das Geile ist, die Einsatzkosten beziffern sich um die 200.000 Euro plus die Nachfolgekosten, OP, Hubschrauber. Alleine da ist keine Verhältnismäßigkeit zu erkennen. Und bei der Terminsuche ist klar, eine absichtliche, ungesetzliche Überfall zu erkennen, der nur ein Ziel verfolgte. Das Geile ist, ich könnte jetzt immer dem Staat sagen, also ich will Scheiße bauen, aber Digga, ich wehre mich hier mit der Knarre, und deswegen dürft ihr nicht zugreifen, dürft ihr auch nicht einsperren, weil die Kosten für euch, den Staat, den ich nicht anerkenne, viel zu hoch wäre. Digga, den Gedankengang musst du erstmal im Video verarbeiten können. Dem Staat ist das erstmal grundsätzlich scheißegal, mit welchen Mitteln er da, klar kotzt er auch ab, wenn die jedes Wochenende eine Corona-Demo ist und das kostet so und so viel Geld oder sonst was. Aber denen ist das grundsätzlich erstmal egal. Wenn Recht durchgesetzt wird, dann mit allen Mitteln. Und ja, Pete schreibt auch gerade, laut Wikipedia waren es 150.000 Euro, die er schuldig war. Ja, 4.000 Euro Grundstück ist ziemlich klein. Also ich weiß gar nicht, ob man hier bekommt man dann vielleicht 2 Quadratmeter oder so dafür. Nicht mal, glaube ich. Und die Argumentation ist hier einfach schon so krass. Also, sie hätten Adrian einfach mal in Ruhe lassen sollen. Hätten ihm 150.000 Euro geschenkt oder die 4.000, dann hätten sie nicht 200.000 danach für OP und Hubschrauber und so bezahlen können. Überhaupt auch keine Reflexion davon so, okay, Adrian, was hast du getan? Ne? Sondern nur hier der Staat, der böse Staat, 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 Staat. Und ich bin auch jemand, der immer sagt, es läuft nicht alles rund in diesem Staat. Aber das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Was ist das hier für eine dumme... Was ist das für eine dumme Argumentation? Ja. Er hat wohl mehrere Schüsse in den oberen Körperbereich abbekommen und liegt dementsprechend jetzt noch im Krankenhaus. Unliebsame Person, mundtot machen, Komma, koste was wolle. Ist schwer für mich schon zu lesen, der Satz, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber... Achso, 4.000 Engelgeld sind 150.000 Euro, ja, okay. Ich hab den aktuellen Tauschkurs nicht im Kopf gehabt, aber jetzt, das erklärt natürlich einiges. Ja, ist halt ein schönes, schlechtes Propagandavideo, ne? Da haben wir ja auch alles wieder drin, fehlt nur noch Antisemitismus drin, Islam, Grün, Gutmensch fehlt noch. Also, das Kriminelle, ich finde, kriminell sieht irgendwie falsch aus. Einfach so auf den ersten Blick. Ja, ich finde einfach so, liest sich irgendwie schon falsch. Kriminelle System von Banken, Behörden und der Justiz durchschaut. Ja, Pharma fehlt noch, genau, ich bin enttäuscht. Genau, Pharma fehlt auch. Ja, die Musik ist richtig schön Drama. Das haben wir wirklich drin, ja. Ja, also ist immer schön. Einfach reinhauen. Und einfach, das sind halt so Sprüche, die auch bei Facebook so Klicks kriegen, ne? Also gegen das kriminelle System von Bankenbehörden und der Justiz dagegen und dann Daumen hoch. Ist einfach so, ja. Ja, ich vermisse auch ein Komma, Sven, ja. Es ist leider so. Aber... Das war jetzt nur schon das Intro. 25 Minuten fürs Intro. Es tut mir leid, wir gucken jetzt gleich ein bisschen rein. Adrian, kannst du bestätigen, dass du Post gekriegt hast, dass die Bank die Forderung zurückgezogen hat? Nein, wir haben nur in der Akteneinsicht. In der Akte ist es drin. Ach so. Ich selber habe nichts bekommen. Da ist der Beweis. Adrian, hast du Post bekommen? Nein. Okay. Das ist für mich eindeutig
ganz klare Beweisführung. Man muss es auch sagen, wer mit Banken mal was zu tun hatte, ja, da kommen Briefe ohne Ende, besonders wenn es um diese Themen geht, dass Kredite nicht bedient werden. Die Bank, niemand hat uns informiert. Die Helfer, die hier waren, die sind zum Amtsgericht gegangen und wollten zu diesem Verteilungstermin anwesend sein. Und der wurde aufgehoben. Ah, ja. Ohne Information oder irgendwas. Sonst kommt ja immer dieser schwindelige Typ und wirft mit seinem Hund Briefe rein. An dem Tag hat er aber keine Lust gehabt. Alles klar. Danke. Der Verteilungstermin hat nicht stattgefunden. Und wie man ja sieht an der Grundbuchakte, ist ja nichts, das sind immer dieselben Eigentümer. Das ist ein reines In-sich-Geschäft. Und alle haben da mitgemacht. Also die angeblichen Ersteher, die Bank, das Gericht. Es ging um die Wahrheit. Sie wollten das, was ich gemacht habe, die Tatsache, dass ich versprochen habe, zu bezahlen für erhaltenen Wert, das wollten sie einfach kaputt machen. Weil sie wussten, der Betrug ist aufgeflogen. Wenn also die Menschen clever sind, alle, die Schulden haben, machen dieselbe Nummer. Die Banken können dem nicht widersprechen. Denn du sagst, ich zahle für erhaltenen Wert. Und das BGB hat genau diesen Paragraphen dafür. Ja. Und sagt, ein Schuldversprechen ist deine Zahlung. Das heißt, komm hierher und... Schuldversprechen ist schon eine Zahlung? Digga, da kann ich gar nicht... Ich komme da gar nicht bei der Argumentation mit. Okay, da kickt jetzt bildungsferne Schicht rein, ja. Für mich klingt es einfach so, dass einfach auch erstmal kein Geld geflossen ist. Ja, weiß nicht, kann das irgendjemand verständlich machen? Kriminelle, ja. Das, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil die Argumentation ist für mich schon, Digga, ich gehe da voll aus, einfach, du hast ein Grundstück gekauft und hast es nicht bezahlt. Und es tut mir leid, jeder weiß hier, wenn man Schulden macht, da meldet sich die Bank aber richtig regelmäßig. Ja, also besonders, wenn Dinge nicht bedient werden. Ja, und jetzt wird das hier überlegt, Selbe Nummer, die Banken können dem nicht widersprechen, denn du sagst, ich zahle für erhaltenen Wert. Es wurde in allen Medien die Lüge verbreitet, dass es einen Schusswechsel gab, wodurch mehrere Polizisten verletzt wurden. Ein Zeuge kann bestätigen, dass kein Polizist verletzt wurde, da diese Pistole nur ein Schreckschuss war. Also demnach müsste es dadurch verletzte Polizisten geben. Diese sind bis jetzt nicht gesehen worden. Auch sagte der Zeuge, dass nicht ein einziger Polizist mit Krankenfahrzeugen weggefahren wurde. Dann versucht man zu lügen und behaupten, die Polizei hätte dort nur eine Drogenrazzia durchgeführt. Auch das kann man nicht wahrhaben und scheint gelogen zu sein. Oh, okay. Also bei einem Schuldversprechen verspricht der Schuldner dem Gläubigen eine Leistung unabhängig von einem Schuldgrund. Aber ich sag mal so, Immobiliengeschäfte bedürfen der Schriftform einer notariellen Beurkundigung und da ist doch ein fester Schuldgrund. Geld gegen Immobilie. Ist auf jeden Fall, und das auch so zu rechtfertigen, ne? Wenn mir als Polizist eine Schreckschusspistole ins Gesicht gehalten wird und da drückt jemand ab, wie Ralf das vorhin gesagt hat, ist ein schöner Spruch von Grabstein. Ups, war doch keine Gaspistole. Ja, ich finde, das ist einfach schon ein Daherquasseln und Reden. Das sucht seinesgleichen. Ich tue mich auch immer echt schwer, das so zu gucken, weil ich denen so schwer folgen kann. Weil da brauchst du Windungen im Gehirn, die schon ganz schön... Boah. Und das BGB hat genau diesen Paragraphen dafür und sagt, ein Schuldversprechen ist deine Zahlung. Das heißt, komm hierher und hol dir das Geld ab. Du kannst mich doch nicht verklagen. Ich habe doch gesagt, ich zahle. Mit welcher Grundlage? Und jetzt kommt's. Ich komm doch her und hol dein Geld ab. Das ist doch schon so wirr. Keine Schreckschusswaffe, sondern eine scharfe Waffe, die in der Lage war, erheblichen Schaden anzurichten. Okay, das wird jetzt jemand, der drüber gesetzt hat, der dieses Video dann auch bearbeitet hat. Ich habe es ja zugeschickt bekommen. Wer welche Version da gemacht hat, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Der ganze Fall ist aber im Internet nachlesbar, ist jetzt auch rechtskräftig verurteilt und da nach der Lage gehen wir dann einfach mal. Ich zahle. Mit welcher Grundlage? Und jetzt kommt's. Ich habe ja gar keine Kündigung bekommen des Vertrages, des angeblichen Vertrages. Also ich wünsche den Menschen nur wirklich alles Gute.
ihr dürft den Mut nicht verlieren. Und eines ist sicher, ihr müsst an eure Familien wieder glauben. Ihr müsst an die Familie anknüpfen und ihr dürft auf keinen Fall zulassen, dass die Familien zerbrechen. Denn genau das versucht nämlich dieses faschistische System, euch aus den Familien herauszureißen. Und wenn eure Familien euch wichtig sind, dann werdet ihr über die Zeit auch erkennen, worauf es wirklich ankommt und dass tatsächlich hier das Ganze nicht mehr oder weniger als ein Spiel ist. Und jedes Spiel findet irgendwann ein Ende. Und in dem Falle Game Over ist am 24.08.2016 um 9 Uhr. Wenn ihr dabei sein wollt, seid ihr herzlich eingeladen. Und ansonsten lasst es euch erzählen, ist auch kein Problem. Auf die eine oder andere Weise, ich habe versprochen, alle die in irgendeiner Art und Weise Uhr angegriffen haben. Boah, Digga, da ist ja so viel drin. Wir brauchen für den Stream hier 6 Stunden oder so. Da ist ja so viel drin. Also grundsätzlich versucht erstmal dieses System, faschistische System, versucht uns von den Familien zu entzweien. Was? Ja, C.S. Losburg schreibt, wenn meine Familie mir wichtig ist, halte ich mich von solchen Leuten und gefährlichen Ansichten fern, ja. Hier wird Arbeit gemacht von Leuten, die sagen, ja, genau. Also es gibt ja Leute, die darauf anspringen und das so denken und sagen, ja, der Staat versucht, unsere Familie kaputt zu machen und so weiter. Und wenn ihr euch dagegen wehrt, dann... Und dann dieses Dramatische, auf die T-Shirts stand schon drauf, life is too short. Tut mir leid, ich wollte echt nichts dazu sagen, ne? Aber Digga, du hältst einen Polizisten eine Pistole... Du richtest eine Pistole auf einen Polizisten, du hast selber ein T-Shirt, dann life is too short. Kannst du dir nicht ausdenken. Würde kein RTL2-Redakteur der Welt sich so ausdenken können und würde ich es im Fernsehen sehen, würde ich sagen, Digga, oh, gab es da echt nichts anderes, was du da hättest tun können, als sowas zu machen. Ja, Game Over Day leider wieder verpasst. Also um 9 Uhr war Game Over Day. Es ist einfach an mir vorbeigegangen. Das tut mir leid, aber wenn er das hier schon sagt und das vorher angekündigt hat, das ist ja hier nur unterlegt wieder, wussten sie auf jeden Fall, dass es an dem Tag zur Zwangsräumung kommt. Irgendein Brief muss schon irgendwie angekommen sein, wo es dann heißt, so wir, da werden sie geräumt. Ja, also so ganz harmlos wirkt das jetzt hier alles nicht so, ne? Und ja, dieses Dramatische jetzt hier, wurde Adrian mit mindestens 4 Schüssen niedergestreckt, Blut von Adrian und tja. Die Hauptsache, Adrian fragt sich auch, was er selber dazu beigetragen hat. Der wird ja wahrscheinlich noch sitzen. Sich an Uhr bereichert haben, in Uhr gestohlen haben, egal, ob jetzt die eine Bumsbude den Audi gestohlen hat, oder welcher Vollidiot, Nazi-Polizist, zum Beispiel auch in Bayreuth. Da werde ich separate Videos noch dazu machen, sofern ich dazu komme. Ansonsten ist es ja ohnehin dokumentiert. Digga, ich kann das gar nicht. Was? Welche Bumsbude? Also der Staat bereichert sich jetzt dran, dass sie bei Zeitz irgendwo, Ehre geht echt raus, ne? Da wohnt ja auch mein Freund der Adde, ja, und ich war selber schon in Zeitz. Aber Digga, das ist nun nicht so unbedingt das Ziel des Staates, um die Bumsbude von dem Adrian Ursache irgendwie da und dann so eine Audi-Kurve, irgendwie so ein Audi. Das Problem ist, dass es ernst gemeint ist. Das ist das Problem. Ich kann das nicht, das kann man irgendwie kaum klar angucken. Ja, und das ist schon, keine Ahnung, eine große Inszenierung, um das Königreich Ur kaputt zu machen und die Bumsbude vom Adrian wegzunehmen. Alleine wenn der eigene Kumpel oder Unterstützer vom Adrian schon die Bude Bumsbude nennt, da weißt du. Oh nein, ey. Also, ist schon okay. Die Bumsbude vom Adrian weg und der Audi auch. Pistole oder Peace? Ich finde, ohne die dramatische Musik, ohne das Melancholische, kickt es nicht so rein, oder?
Ich finde schon, hier hätte schon ein bisschen was Tränendrüsiges hätte es da schon sein müssen. Oder jetzt emporgestiegen aus der Asche, Adrian überlebt alles, der König lebt. Ja, Heinz schreibt auch gerade, mit 4 Schüssen niedergestreckt. Und der lebt noch? Fragezeichen, schlechte Schützen oder Absicht? Ja, genau. Ja. Wenn er mundtot gemacht werden sollte, wäre das doch der Möglichkeit gewesen, ihn dort wirklich dann zu erledigen. Ja, Rocky-Soundtrack hätte hier gepasst. Okay. Ist leider so. Na gut, gucken wir es mal an. Es ist der 16.8. 25.8.2016. Entschuldigung. 7.48 Uhr. Polizeieinsatz geht los. Können wir das mal sehen, wie das so aussieht. Es ist Donnerstag, der 25. August 2016. Einsatzort ist Zeitz. Einsatzanlass ist Zwangsverstreckung bei einem Bürger. Videokriminaler Beamter, Polizeikommissar Fischer. Eingesetzte Einheit ist die LB 11-10, Ende der ersten Aufnahme. Rette! Läuft da Musik, wenn ich König von Deutschland wäre? Haben die das reingelegt oder hat die Polizei das gehört? Rette LB 11-10 und Spezialeinsatzkräfte Land Sachsen-Anhalt. Werner, Zielobjekt an. Betreten Zielobjekt. Digga, und spätestens jetzt, wenn du die Jungs und Mädels so siehst, wie die bei dir in den Garten reinkommen und durchs Gartentor. Und ich muss sagen, Fake News, die sind hier nicht drüber gesprungen über den Zaun. Ja, das hatten wir vorhin auch. Es sieht aus, als wenn sie ganz normal vorne durchs Tor gehen. Nicht in den Weg stellen, Leute. Nicht in den Weg stellen, nicht mit einer Knarre, nicht mit einer Software rumfummeln, mit gar nichts rumfummeln. Setzt euch hin oder legt euch auf den Boden. Nein, Leute. Um hier Widerstand zu leisten und selbst wenn es hier um 1,5 Millionen Euro gegangen wäre, auf den Boden legen. Kein Geld der Welt ist es wert, dass irgendjemand abgeknallt wird. Rein. Mach doch mal Tür zu! Rein! Zelte mit Wärme unterstützen. Zelte sind besetzt mit mehreren Personen. Ja! Einer mit Führer! Führer! Los, unterstützen! Also, da ist schon viel los, ne? Also, jeder, der das mal miterlebt hat, mich flasht das richtig in ein altes Leben zurück, wenn ich das hier sehe im Garten. Da haben ja irgendwelche Unterstützer von ihm da gecampt oder so. Wir werden vertun. Ja. Das ist jetzt aber auch mal geil. Also das muss man sich vorstellen, ein Beamter ist da. Die Alte sagt, lass ihn los. Die campen da ja seine Unterstützer auf dem Königreich Ur. Und dass es das auch immer wieder Leute gibt, die da so hinfahren und so. Es ist ein gutes Recht zu protestieren und den Staat auch, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, das über Gerichte zu klären und so weiter, aber sich in einem Garten zu verbarrikadieren und dann rumzuschreien, lassen Sie meinen Mann los und das ist hier das Königreich Ur und sonst was. Ja, und hier X-Prince TV schreibt auch, ja, so gegen die Jungs brauchst du keine dicke Hose machen, weil du wirst sowieso verloren in dem Moment, egal was du machst, das ist einfach so. Ja, Los, unterstützen! Achtung, Waffe! Und guck mal, hier muss man, jetzt kommt der Urknall, ja. Jetzt muss man hier auch mal sagen, Polizei schreit ja immer alles laut durch die Gegend. Das hat mehrere Gründe. Erstens, damit die Kollegen alle wissen, Achtung, Waffe. Also, hier ist diesmal kein Einsatz, nur Leute auf den Boden bringen oder sonst was. Sondern Achtung, Waffe heißt jetzt erstmal, jetzt hier kann es richtig rumgehen, dass die Beamten geschützt sind. Und dieses laute Schreien von der Polizei soll auch den Täter oder das Zielobjekt soll es auch wissen, okay, hier ist jetzt wirklich was los. Da wird richtig, richtig geschrien. Ich wurde also bei den Zugriffen dann Polizei, Polizei. Und also die schreien alle drauf rum. Selbst wenn du schon auf dem Boden liegst mit der Decke im Kopf, hörst du immer noch irgendwo Polizei, Polizei schreien und so weiter.
Und da gehen die auch nicht zu Außenstehenden hin und sagen so, wir sind von der Polizei, so Polizei, entfernen sich Polizei. Und wenn du dann einen Haken machst, du wirst weggeschoben, du wirst mit auf den Boden gebracht. Erstmal heißt es, alles in der Gegend zu sichern. Und hier war sofort Waffe zu sehen. Jetzt könnte man natürlich hier sagen, oh ja, das hat der Staat gut gemacht, hier ist eine Hecke davor. Tja, das ist jetzt hier eine Polizeiaufnahme, das hat die Polizei ja vorher gesagt. Ah, Sven sagt es auch gerade, das Brüllen dient auch der Desorientierung. Ah, okay. Achtung, Waffe! Achtung, Waffe! Habt ihr die Frau gehört? Was ist denn los? Was hat die denn gedacht, warum sie im Königreich Ur campt? Was hat denn ihr Mann ihr gesagt? So, Mäuschen, dieses Jahr kein Urlaub an der Ostsee in Scharbeut, sondern dieses Jahr machen wir 6 Wochen Sitzstreik-Support für Adrian. Das ist dann immer, das kickt dann bei mir immer so hart rein, wenn die Leute dann so, ich habe doch nichts gemacht, ich war das gar nicht und ich habe damit gar nichts zu tun und so weiter. Und dann ist Polizei immer alles böse. Ja, wir dürfen nicht vergessen, ich gehe davon aus, wirklich, hier ist kein Engelgeld geflossen. Muss man einfach sagen, ja. Ja, genau. Also Retrotron schreibt auch damit der Beschuldigte später nicht sagen kann, er dachte, er würde von Kriminellen überfallen werden. Ja, genau. Mach dich rüber, mach dich rüber! Mach dich rüber und halt mal meine Kamera! Nimm mal meine Kamera! Mach mal ein, nimm mal meine Kamera! Über den Zaun rüber. Ist so. Alleine schon die Argumentation. Schon allein die Argumentation. Irgendjemand ist hinter der Hecke, wurde irgendwie mit einer Waffe gesehen. Ja. Und sich dann aufzuregen mit dramatischer Musik vorher und zu sagen, da ist jemand einfach über den Zaun gehopst, ist schon, da musst du schon ganz schön einen verbummelt haben, ja. Dann zu sagen, guck mal, wie die Polizei sich benimmt, da musst du schon in der Selbstreflexion nicht so weit vorne sein. Los. Ja, ist mir doch egal. Auf dem Bauch liegen. Was hat der Polizist gesagt? Ja, ist mir doch egal. Auf dem Bauch liegen. Ich weiß, da kommt immer irgendjemand um die Ecke und sagt, ich soll jetzt echt nicht fies sein, ne? Aber irgendjemand kommt immer um die Ecke und sagt, ich habe Rücken, ich habe Asthma, ich habe noch einen Bonbon im Mund, ich muss noch den Hamster wegbringen. Es ist wirklich so, irgendjemand kommt um die Ecke und sagt, der Polizist ist mir doch egal auf dem Bauch. Tut mir leid, wenn ich das so im Nachhinein sehe, weil ich weiß, es wird in meinem Leben nie wieder passieren. Freue ich mich einfach richtig geil drauf, es tut mir leid. Aber das ist immer dann so, ich habe hier einen Attest vom Arzt und sonst was und was sagt er? Ja, spielt dir doch egal. Auf dem Bauch liegen. Bauch hinter Rücken. Zielperson weiblich. So, Zielperson 3. Schwiegervater auf dem Nachbarobjekt. Hey, du musst dich da auch erstmal so reinsteigen, wenn du das schon siehst, die Leute werden zugegriffen oder sonst irgendwas. Da musst du dich erstmal dann hinstellen und Da hast du schon so eine. Ja. Da muss schon ganz schön was reinkicken. Ja. Ja, ich darf nicht auf dem Bauch liegen. Ich habe eine Bauchunverträglichkeit. Grüß dich, Timo. Ja. Der Kommentar ist irgendwie so ein bisschen ohne Helm und ohne Knüppel seid ihr nix. Die haben auch nur Eier im Verbund, Menschen schikanieren und Leute zu stressen. Digga, was meinst du, was los wäre ohne Polizei? Und dann habt ihr in der Disco den Kopf noch einen aufs Maul gehauen. Digga, was wäre in diesem Staat los? Ich will nicht, dass du und deine Kumpels in diesem Staat für Recht und Ordnung sagen. Und wenn ihr meint, in der Diskothek, dann kommt der um die Ecke und knallt dann 3-4 Polizisten weg. Da würde ich, irgendwann kommst du dann vielleicht mal in die Reflexion und sagst, scheiße, was war ich doch für ein widerlicher Typ. Genau, noch ein Fakt. Bei der Aktion war Wolfgang P. mit anwesend, der wiederum im Oktober 2016 in Georgsmünd bei der Hausdurchsuchung einen SEK-Beamten durch die Eingangstür erschossen hat. Genauso ist das, ja. Der Sozi schreibt, ja, habe einen Attest, darf heute nicht zu grob verhaftet werden. Ja,
Ich kann es nur sagen, Gott sei Dank funktioniert der Rechtsstaat in den groben Zügen funktioniert er einfach. Wir haben immer wieder Verfehlungen, auch von Polizei. Das hier aber, das gibt es einfach, aber im Großen und Ganzen funktioniert es hier in diesem Land. Wer was anderes behauptet, der hat von der Welt einfach noch nichts gesehen oder verschließt die Augen davor. Ja, hier würde es auch andere Länder auf der Welt geben, wenn den Beamten zugerufen wird, Achtung Waffe, Achtung Waffe. Da wäre in vielen Ländern der Welt, wäre da schon geschossen worden. Und dann auch die da drumherum stehen, hätten dann Ziel dieses Schusswechsels werden können oder von Schüssen der Polizei. Das muss man mal ganz klar sagen. Der Bierbube, war das nicht unangenehm, mit der Bauchtasche auf dem Boden liegen zu müssen, Philipp, ja. Hier, Vorsicht, alle zurück! Vorsicht, zurück! Alle zurück, hat eine Waffe in der Hand! Zurück, Waffe! Alle zurück! Person zurück hier, zurück! Raus aus dem Grundgebiet, die Person hier unter Hand! Na, also muss man hier auch mal sagen, guck mal, wie das, und da kannst du sagen, was du willst, wie bedacht die Polizei hier noch ist. Sie sehen eine Waffe, es gibt Leute, die da rumstehen, machen erstmal Eigenschutz, wir müssen Distanz reinbringen, die gehen zurück. Hier ist absolut keine Kamikaze-Aktion, dass die Leute hier wild brüllend niedergeknüppelt werden, angegriffen werden, wo einfach wahllos durch die Gegend geschossen werden, sondern hier gibt es das Kommando erstmal zurück, weil da, was wir in dem Video sehen, dort Leute stehen, die irgendwie, wo einer von denen irgendwas mit einer Waffe zu tun hat. Und bis jetzt sehe ich bei diesem Einsatz noch nicht eine Sache, wo ich sage, mit der kann ich nicht konform gehen. Das soll mir mal irgendjemand sagen, was bis jetzt hier in diesem Video, ja, du wirst dich noch beleidigt, wir haben hier von der Oma irgendwie gehört, ihr Schweine! Ja, also, hier ist in der Verhältnismäßigkeit ist hier noch gar nichts. Ich bin ja bei sowas ja sogar heutzutage, sage ich, da hätte man auch anders durchgreifen können, ne? Das hätte auch anders gehen können, ja? Irgendjemand schreibt gerade. Ja, so in den Garten hätte man einfach mal zwei Polizeihunde loslassen müssen. Aber auch da ist noch die Verhältnismäßigkeit, weil die auch, also so ein Polizeihund, wer sich mit dem mal angelegt hat, der weiß, das ist kein Spaß, ne? So ein Polizeihund, wenn du auch denkst, du bist hier der Obermotz vom Klotz, so ein Polizeihund, der will arbeiten und der hat nur das Maul zum Arbeiten, ne? Das kann richtig ausgehen, wenn du da hinten hier mit deiner 7/8-Hose stehst und mit deinem T-Shirt, ja, wenn der Hund dir den Arsch beißt, ist vorbei. Also war das ja bei mir auch mal. Ja. Was besser, die Polizeihunde beißen sofort und alles, was da rumrennt, und was wäre Halligalli, wenn da 2 bis 3 Polizeihunde reingeschickt, die fetzen alles dort. Ja, das ist so. Und das muss man echt sagen, das ist echt eine ziemlich harte Nummer. Aber jetzt geht die Polizei hier schon auf Distanz. Raus, alle raus! Und hier links geht rüber! Vorsicht! Also wir müssen auch sagen, die beiden Frauen, die hier gedacht haben, sie sind im Center Park Zeitz, muss man auch mal sagen, werden die Frauen ja auch übermäßig hart abgeführt. Ja? Also, Digga, die vorher dann einen harten machen, da Königreich Ur beschützen und sonst was. Und dann werden sogar noch die Zivilisten, sag ich mal so, aus der Gefahrenzone rausgebracht werden, weil irgendjemand da mit der Waffe rumfummelt. Ja, hier ist, wüsste ich nicht, was hier jetzt zu kritisieren wäre. Ja, wir sehen, dass hier die Frauen werden hier einzeln weggebracht aus der Gefahrenzone, Griff am Arm. Und da höre ich auch schon im Nachhinein. Was hören wir im Nachhinein? Was sagt Uschi im Nachhinein über den Zugriff? Was wird sie sagen? Was wird sie sagen über den Zugriff? Komm, wir wissen es alle, Leute. Was wird sie sagen? 100 pro. Safe, Digga.
Ja, Polizeigewalt, übertriebene Polizeigewalt, Polizeigewalt. Ja, blauer Arm, ja, ja, ja. Ja, die haben mich abgeführt im Polizeigriff mit Gewalt. Ja, sie haben mir ins Gesicht gefilmt. Blaue Flecken am Arm, hart angepackt, unmenschliche Polizeigewalt. Ja, aber du Schwein, aber geil, mach's nochmal. Brutale Gewalt, genau so wird's kommen. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Video mit Absicht geleakt wurde. Kann ich mir vorstellen, dass das mit Absicht geleakt wurde. Ja, wo sind meine Globulis? Ja, ja, genau, Polizei, unverhältnismäßig. Matze, grüß dich, mein Freund. Ja, also, ja, genau, sexuelle Nötigung kann auch noch dazu kommen. Wo ist mein Geld? Mein Geld wurde auch beschlagnahmt. Ich hatte 3.500 Euro und 17 Engelgeld dabei, auch alles weg. Ja, ist einfach so. Ist einfach so. Genau ist die Vorwürfe, wenn dann kommen, ich will Anzeige, ich will Gegenanzeige machen und so weiter. Ja, 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 sie haben mich zu hart am Arm gepackt, Frauenhass bei der Polizei, genau, bla bla, Cops verstoßen gegen die Menschlichkeit, bla bla, Diktatur wurde befummelt, genau all diese Sachen, Mikrowelle beschädigt, genau all diese Dinge, das ist so. Vordersichtbereich! Und hinsetzen! 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 Schrei mich nicht an, du! Es tut mir leid, das kannst du dir nicht ausdenken. Ich hoffe, dass diese Leute im Nachhinein dieses Videos gucken. Alleine, schrei mich nicht an! Alter, das kannst du dir nicht ausdenken. Ach, meine Güte. War ich selber mal so? Nee, so war ich. Das kannst du dir nicht ausdenken. Schrei mich nicht an. Boah. Wer am lautesten schreit, hat recht. Oder wie geht die Regel nochmal? Eieiei. Okay. Harte Nummer. Sitzplatz aus, ja. 21 Jahre zu, aber helflich, an der Garage. Und da muss ich auch mal sagen, da musst du als Beamter auch erstmal ruhig bleiben. Ja, du bringst so eine Alte noch, die labert dich an, du bringst sie aus der Gefahrenzone, will sie sich nicht hinsetzen und so weiter. Da musst du dich schon richtig, unter Kontrolle haben, dass du der nicht einmal hinten in die Wade oder in die gegens Knie, dass sie zu Boden geht und dann einfach mal rauf und so weiter, dass du der nicht einen mitgibst. Muss man sagen, da ist schon viel Selbstkontrolle auch bei Polizei da notwendig, ja. Da musst du schon ganz schön Kontrolle haben. Da könnte ich nicht. Vorne für dich. Die weibliche Zielperson plus Schwiegervater und Schwiegermutter sind auf Nachbarobjekt ebenfalls mit Stangen, mit Messern dran bewaffnet. Thorsten, wir müssen ja. Ja, da müssen wir auch wieder zur Ernsthaftigkeit zurück, ne? Und wenn die Eisenstangen und Messer und so in die Hand nehmen, wie willst du da reagieren? Da sag ich mal ganz ehrlich, da könntest du noch bedeutend härter vorgehen, ja? Ich habe es auch nicht verstanden, ob es Stangen mit Messern dran oder Stangen und Messer. Alle fordern immer, der Rechtsstaat soll sich nicht so auf der Nase umhertanzen lassen. Und dafür, dass du hier Staatsgegner bist und sagst, du wohnst in einem Königreich und so weiter, ist hier das noch alles absolut in der Verhältnismäßigkeit. Und ich habe solche Einsätze auch schon des Öfteren durch. Und das hier ist noch, da wurde aber noch mit denen echt zimperlich umgegangen. Wir wollen das große Pfeffer. Ja, für die Alte hier. Pfeffer immer hier. Wir brauchen das große Pfeffer. Ja, hat es auch jemand gehört? Ja, also, und hier auch wieder ist dann jetzt hier, könnte man sagen, ja, schießen, sonst irgendwas oder so, sondern hier wird erstmal drüber diskutiert, okay, die Leute außer Gefecht zu setzen mit dem großen Pfeffer. Ja, und der Staat ist ja hier dieser faschistische Staat, der über Zäune springt und Recht durchsetzen möchte für andere, die nicht bezahlt worden sind. Dass dann hier erstmal über Pfeffer gesprochen wird und sonst irgendwas. Ja, genau, das muss man auch immer sagen. Die Leute denken immer ins Bein schießen, Oberschenkel, eine schöne Arterie verletzen, da
kannst du Ciao Kakao sagen. Aber hier wird trotzdem immer noch versucht, in der Verhältnismäßigkeit hier gegen die vorzugehen. Und wenn da Leute, sich bewaffnen mit Eisenstangen und mit Messern und so weiter, ja, dann gib ihm. Tut mir leid, da bin ich ganz klar, da gib ihm. Alte gesagt, oder was? Was? Ich muss nochmal. Das muss ich mir nochmal geben. Was sagt sie? Ja, für die Alte hier, Pfeffer. Hier. Mit Forke und dem. Alte gesagt, oder was? Hast du Alte gesagt, oder was? Und dann sagt er dann Otze. Tut mir leid, ich muss mal kurz aus dem Bild. Ich muss mal kurz aus dem Bild gehen. Ich hätte mich auch nicht mehr unter Kontrolle. Mach einen Kopf zu. Ja. Tut mir leid. Ja. Die Feministin aus dem Wurfzelt lässt sich nichts gefallen, ja. Oh. Ja, und da musst du dich auch erstmal unter Kontrolle halten und auch das sehen wir hier nicht. Mach einen Kopf zu, ist gut. Wow. Eigentlich müssen wir sie nochmal zeigen. Uschi aus dem Center Park. Uhr. Oh. Ja, wären da keine Kameras. Uiuiui, ja. Nein, aber das musst du dir, das kannst du ja nicht ausdenken, sowas. Das kannst du nicht ausdenken. Das sowas schreibt nur das Leben. Trinkt er da Kaffee oder was? Die anderen Besetzer? Gibt es im Staat Uhr eine Impfpflicht? Ich weiß es nicht. Das ist immer so geil. Habt ihr es auch gehört? Habt ihr überhaupt das Recht zu fragen? Wahrscheinlich nach Personalien oder sonst irgendwas. Oder das, da triffst du halt auf ein Klientel, wo du nicht mal Bock drauf hättest, einen Alster zu trinken mit oder so. Also 5 Minuten so bei, einfach so draußen, so eine Leute. Ah, ja. Ralf schreibt auch gerade, eben noch sinnlos vorm Zelt und jetzt schon in Gewahrsam. Das wirft einen Schatten über den Reichsbürgerurlaub. Das Geile ist auch immer so bei so einem Polizeieinsatz. Ich meine, jeder Normale, der diesen Einsatz mitzieht, ich meine, da kommen gerade irgendwie in voller Montur Polizisten in den Garten und du denkst dir erstmal, ich bin nicht der Adrian, ich stehe jetzt hier und trinke meinen Kaffee und ich habe damit ja alles nichts zu tun. Ich finde den Staat scheiße und ich finde euch scheiße, aber... Ich möchte aber hier nicht mit in einen Pott geworfen werden. Und dann stehen die erstmal rum und lungern hier im Garten rum. Woher soll Polizei wissen, wer dazugehört und wer nicht? Haben wir den jetzt schon? Ja, das ist eben mal einmal männlich. Weil ich kann nicht genau sagen, wer das, welche Position der hier hat. Auf dem Nachbargrundstück haben wir noch mal 3 Personen, mindestens 2-mal weiblich, 1-mal männlich, kann ich sehen. So, und jetzt muss man auch mal sagen, Leute, wenn jetzt als Polizist, ne, würde ich auch sagen, wenn die jetzt ins Haus gehen, würde ich sagen, scheiße, wer weiß was, oder? Wer weiß, was jetzt passiert, oder? Bei so Verrückten, jetzt, wie soll man sich da jetzt verhalten? Muss man jetzt mal echt, hat sie das gesagt? Alle in einer Reihe Aufhänger, kann ich mir gut vorstellen. Ihr werdet alle noch hängen, ja. Da weißt du, welchen Geisteskinder das sind. Und jetzt siehst du die alle ins Haus gehen. Jetzt musst du doch auch mal sagen, jetzt, spätestens jetzt als Polizist würde ich sagen, okay, jetzt, wer weiß, Alter. Ja, also hier ist doch jetzt absolut kein Spaß mehr. Ja, hier Blondie eben, ja, machen Kopf zu und so weiter. Aber hier ist jetzt ja wohl alles, wer weiß. Wer weiß, was die sich besorgt haben, was die im Keller machen von Sprengen, Schießen, Stechen bis sonst was. Jetzt kann ja wirklich alles passieren. Wenn die da ins Haus gehen und sich einig sind und sagen, jetzt sterben wir fürs Königreich Uhr,
Und jetzt musst du ja gehandelt haben. Wenn die sich freiwillig nicht auf den Boden legen und den Zugriff sich erstmal entziehen und so weiter. Ja. Dann Sie unten. Ja. Setzen Sie sich wieder hin. Ich kann nicht hocken, meine Knie. Legen Sie sich hin. Ich versuche hier echt ernst zu bleiben. Es tut mir leid, ich war da nicht drauf vorbereitet. Ich war auf die Kommentare nicht vorbereitet. Setzen Sie sich hin. Ich kann nicht meine Knie. Hat sie das, sie hat es gesagt, aber ja. Drei Personen, mindestens zweimal weiblich, einmal männlich, kann ich sehen. Ganz unten. Ja. Setzen Sie sich wieder hin. Ich kann nicht hocken, meine Knie. Legen Sie sich hin. Sonst legen wir Sie hin. Setz dich auf den Hintern. Setz dich auf den Hintern. Das ist so unglaublich. Wow. Schon wirklich, ja, ich kann nicht mehr. Drinnen wird gekämpft für Volk und Vaterland, fürs Königreich Ur und draußen tut's Knie weh. Ich kann nicht mehr. Und wird noch in Sicherheit gebracht. Ich kann nicht mehr. Mit so Leuten würde ich schon gar nicht abhängen wollen. Da würde ich sagen, Center Park Urlaub, nein, danke, Zeit, nein, da mache ich lieber wieder, da mache ich Gartenurlaub zu Hause. Ja. Ey, Sie sollen hier unten hin. Gehen Sie runter. Was sagt man bitte? Den 16! Was mache ich denn? Tut nicht weiter! Hier bleiben, bitte. Wir sind hier sterben. Digga, das ist doch... Das ist... Die Alte kümmert sich um die Knie, die hören Schüsse und sonst was. Und wir haben da jetzt, ich weiß nicht, es waren über 5 Schüsse, oder? Es waren nur mehrere Schuss, oder? Ey, Sie sollen hier unten hin. Gehen Sie runter. Was sagt man bitte? Den 16! Was mache ich denn? Tut nicht weiter! Hier bleiben, bitte. Wir sind hier Das musst du dir mal vorstellen. Ich meine, seht ihr das? Ich war jetzt ein bisschen davor. Das musst du dir mal vorstellen. Da fallen Schüsse und die Leute schmeißen sich da immer noch nicht auf den Boden oder so. Was ist los mit den Leuten? Schau dir das mal an. Guck mal, wie sie da auch, guck mal, nochmal auf den Beamten losgeht. Hat man hier gerade gut gesehen, nur damit wir hier von dem Intro von der Pfeife, die das mit melancholischer Musik unterlegt hat. Guck mal, was die machen. Wenn Sie sich jetzt nochmal bewegen, legen wir Ihnen Handfesseln an, ist das klar? Sehr viel los. Die beiden Weiber da unten machen immer noch einen harten. Den hätte ich sowieso erstmal hier den Kabelbinder rangezogen, und einmal zu gucken, wie sich das da in Uschis Haut einschnürt. Bin ich mir jetzt mal ganz ehrlich. Digga, hier fallen Schüsse und die macht einen harten mit ihrem Knie und sonst was. Da hätte ich die 8 umgemacht und zack und das war's. Muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und auch hier der Zugriff, ja, das finde ich jetzt auch so draußen. Digga, dann musst du die mal von oben bis unten mit Pfefferspray einsprühen und dann Zugriff und dann rauf auf die. Ich finde, hier hätte man dann auch schon mal, das ist doch super zart bis weich, was hier passiert ist, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber dafür, dass die rumfuchteln und wieder auf die Polizei losgehen und so weiter, ist das hier schon echt eine zarte Nummer, oder? Das ist ja wohl richtig, richtig zart. Na gut. Ja, singeln lassen mit anfassen. Ja, das ist also. Wahrscheinlich. Es wissen ja auch noch nicht alle Beamten genau, was wo passiert ist, wo sind Schüsse gefallen und so. Aber die draußen, da, die vom Königreich Ur, die machen ja immer noch einen harten.
da kann man ja die kannst ja nie wieder auf die Bevölkerung loslassen, ne? Okay, schau mal mit links rüber, die Alte, die hat da... Das ist eine Oma. Das ist scheißegal. Der Kopf mit machen Kopf zu, oder ist doch scheißegal. Ja, das ist eine Oma, ist doch scheißegal. Ja, was hat denn das damit zu tun? Die kann keinen. Und ich sag mal so, es tut mir leid, kein Hate, ne? Aber in Sachsen-Anhalt gibt's ja auch Omas, die mit 40 schon zwei Enkelkinder haben, oder? Und was hat das damit zu tun? Dass eine Oma nicht gefährlich sein kann, oder was? Ja, aber die Kommentare sind aber der Polizei machen Kopf zu und was hat er jetzt gesagt? Ist doch scheißegal. Also die haben irgendwie die besten Kommentare. Schade, dass es so untergegangen ist. Hätte ich das gewusst, ey. Ach, zum Auto. Die beiden Weiber feiern da auf dem Boden, halten sich für sonst wie hart. Ja, feiern sich da ab und der König vom Königreich Ur liegt und muss gleich mit dem Hubschrauber ausgeflogen werden. Gut, wissen die nicht, aber als wenn das alles für die so ein Witz ist, ja. Das haut schon bei mir so rein, so was die so als lustig empfinden. Ist das lustig? Ja, ist gerade geschossen worden, ja? Ja, die muss bremsen sein! Krass, wie die Polizei das dann auch sagt, ne? Sagt so, ja, finden Sie lustig, hier ist gerade geschossen worden, finden Sie lustig. Das zeigt einfach, was wenn es um die geht, dann ist alles wichtig, ne? Aber bei anderen Menschen ist alles scheißegal. Naja, genau. Hagenmann, der Chef läuft aus und die Jünger feiern, ja, genau so ist das. Aber es ist krass, wie die Polizei dann auch sagt, sie haben gerade Schüsse und das finden sie lustig und so weiter, ja, hier ist nämlich gerade gar nichts lustig. Die beiden Weiber, die hätte ich mit wegknackt einfach. Achtung, die Schwiegermutter hat wieder diese Stange mit dem Messer dran. Halt deine Schnauze, du hast da Einsatz und die will den ganzen Staat abwehren mit einer Stange mit einem Messer dran. Das kannst du dir... Ich weiß gar nicht, was ich zu diesem Video sagen soll. Danke nochmal für die Empfehlung mit diesem Video. Ist einfach... du warst doch nicht selber nicht besser, oder? Der ist... Nee. Aber ich konnte immer das einschätzen, wenn was reicht. Ja, und hier ist es kein Spaß. Spätestens, wenn du Schüsse hörst und... dann weißt du, hier ist irgendwas. Also da muss man mal sagen, da hat noch ein bisschen mehr reingekickt. Natürlich, und ich mache das, ich spreche ja darüber, weil ich mich damit auskenne. Und du bist halt in deinem Film drin, ne? Also da muss man wirklich mal sagen, also auch diese Oma da oder so, wenn die mit einer Stange mit dem Messer dran durch die Gegend läuft, denke ich, dann muss sie dann auch irgendwann mal... Da muss dann auch mal zugegriffen werden, ne? Und dann muss das halt auch mal wehtun, ne? Da tut mir leid. Also ich glaube, man muss jetzt auch mal sagen, ich will jetzt nicht zu hart hier rum. Ich finde es gut, dass sie hier nicht viel zu hart zugreifen. Aber das wäre in anderen Bundesländern, nehmen wir mal Hamburg, Berlin oder sowas, da wird anders zugegriffen, ne? Muss ich schon mal sagen. Ne? Das ist schon, hier kommen die schon mit sehr, sehr viel durch. Ne? Also... Geil hier von Ralf. Stange mit Messer. Germanensperr Bastel Set of Wish bestellt. Ja, und in Bayern andere Zugriff. Ich weiß nicht, was die Order dann hier war. Aber ist schon. Das ist schon krass, ja. Und
Da wurde vorher eine SEK-Beamtin erschossen vor einem Haus, da passt man dreimal auf, ja. Das ist nicht das SEK. Das SEK soll dabei gewesen sein. Einfach Sepperstoff dabei. Du musst deine Kiste mal wegfahren. Kommt hier noch? Ja, wir machen was dann rum. Das ist eine Berliner Kette, ja? Du brauchst, da sitzen noch mehrere Personen drin, ja? Also hier in den Flachbauten. Da sind noch mindestens zwei Personen drin, hier in den Flachbauten. Wir haben mindestens fünf Personen auf dem Grundstück. Ja. Nochmal männlich. Hier mal Personen, zweimal weiblich, zweimal männlich. Digga, ey, hier vorne in Gelb, ich weiß nicht, ob ihr ihn seht, das tut mir leid, dass ich so davor sitze, aber der latscht durch die Gegend, der hat, glaube ich, wirklich gedacht, der hat Airbnb gebucht oder sowas. Kommt hier noch? Ja, wir machen was dann rum. Das ist eine Berliner Kette, ja? Du brauchst, da sitzen noch mehrere Personen drin, ja? Also hier in den Flachbauten. Da sind noch mindestens zwei Personen drin, hier in den Flachbauten. Wir haben mindestens fünf Personen auf dem Grundstück. Ja. Nochmal männlich. Ja, der Schlender tut sich gegen. Hier mal Personen, zweimal weiblich, zweimal männlich. Welches Handbuch von Extremisten hat denn der gelesen? Ja, der Staat hält nicht durch, Tag X ist nahe und vielleicht hauen die auch gleich wieder ab. Vielleicht gewinnen wir das Ding hier gleich. Pauli, hier sind vier Personen. Sag mal, wenn ich da weg bin. Ja, gleich. Jürgen verbauen. Wo sind denn die eigentlich alle? Also da hast hier vorne hast du einmal männlich, einmal weiblich drin. Da hinten. Zweimal männlich, zweimal weiblich insgesamt. Und hier auch nochmal. Zwei Personen in den Flachbogen. Das ist Schweden. Das ist Schweden. Das schreibt so. Sieht so aus, ja. Runter. Runter von dem Grundstück, das wir noch bezahlen wollten. Runter. Sie hat ja nicht gesagt, runter von meinem Grundstück. Hat sie nicht gesagt. Ja? Sie hat nur gesagt, runter vom Grundstück. Wow. Ei. Ist schon, wow. Ja, die Videos anzugucken, kickt mir ja auch mal eine alte Vergangenheit, Safety Hazard. Aber es ist ja wichtig, das zu zeigen. Ja, ich komme hin. Was macht er die ganze Zeit da? Na endlich, Zoom. Ich habe ihn gesehen. Ich bin frei.
Kommen Sie hoch. Kommen Sie hoch, wir gehen hier rüber, Straße lang. Digga, das sieht wirklich so aus, Samuel. Die bereiten Frühstück vor, sieht wirklich so aus. Das ist doch einfach krass, wie lange die Leute da durch die Gegend laufen, oder nicht? Bin ich der Einzige, der das so sieht? Ja, und du weißt ja auch nicht, was in der Tasche drin ist. Digga, der kommt erstmal in der Tasche. Stellt da eine Tasche auf den Tisch, da kann auch sonst was drin sein. Stellt eine Tasche auf den Tisch und kein Problem und tigern da rum, Frühstück und kippt sich noch eine Tasse Kaffee ein. Ich weiß gar nicht. Ja, gut, hier, wer hat's geschrieben? Sind vielleicht die Diplomaten des Staates Ur, ja. Immunität, ist vielleicht so. Das kann man sich gar nicht, Ja, ich bin froh, dass meine Frau immer mehr den Hamburger Slang annimmt und ihr Thüringer Slang untergeht. Ja, sehr gut, Knallfrosch, grüß dich. Oh. Oder so. Wem ist es aufgefallen bei dem Herrn? Wer hat's gesehen? Wer hat's gesehen? Was darf man nicht? Wer hat's gesehen? Ich will es von einem von euch wissen. Wer hat's gesehen? Wer hat's gesehen? Nein. Noch was anderes. Wer hat's gesehen? Bauchtasche. 7/8 Hose, genau. 7/8 Hose. Eine 7/8 Hose, die Hose, genau. Warum? Warum? Warum eine 7/8 Hose? Ist so ein schöner Sommertag. Warum eine 7/8 Hose? Oh nein. Warum? Warum kommen in diesen Dokus immer wieder die 7/8 Hosen? Oh. Vielleicht kommt er raus. Kommen Sie hoch. Kommen Sie hoch, wir gehen hier rüber, Straße lang. Oder so. Check. Oh. Oh, eine Reichsbürgerhose. Oh. Ja, da weiß der Hund, wo er rein beißen muss. Ja. Eieieiei. Sogar mit Cargo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist wirklich jetzt alles drin, alles drin. Das übertrifft meine kühnsten Erwartungen. Vielen lieben Dank. Aber jemand hat es auch gerade geschrieben, das gab mit Sicherheit auch nochmal eine Einsatzbesprechung, eine Auswertung. Weil die beiden latschen ja hier in einer Tour durch die Gegend. Digga, trotzdem kann ja von jemand auch, wenn er da erstmal nicht potenziell durchdreht, aber die rasten ja von einem auf den anderen aus. Die gehen da rum und denken... Oh. Jungs, als Hinweis, diese Schlange mit dem Messer dran befindet sich auf der Rückseite von diesem Flachbau, der sich hier vor dem zweietagigen Haus erstreckt, sprich von uns aus gesehen links. Und in diesem Flachbau sind noch mehrere Personen drinne. Ja, das zur Beachtung. Ja. Wo die 21 frei? 21? Jo. Maria? Triffte 21 und Triffte 13 beginnt jetzt. Das Tor offen, alle drinnen. Alle Fach auf, alle im Haus, ja. Die laufen hier immer rum, die pendeln. Das ist ein Pfeffer. Ja, das Tor offen. Die nichts gegen Rothaarige, aber die viel Freiheit die haben, das zieht sich jetzt hier schon Minuten. Ja, Matze, kann ich auch nicht. Die Taktik habe ich hier, verstehe ich gar nicht. Also. Immer rum die Pendel. Ist ja wohl die schlechteste. Ja, das ist ja. Die nächste Runde, wo die Frau gleich reichen wird, die Jungs aufzuholen. Das ist die alte, die kann man nicht machen. Raus hier! Polizei! Polizei! Geh auf den Boden! Runter auf den Boden! Auf den Boden! Auf den Boden! Nun, rein, runter! Und rein! Digga, wie lange hat das denn gedauert? Und die gehen wieder in das Haus rein, wer weiß? Digga, das ist...
kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist hier mein Grundstück. Nein, aber wie lange das gedauert hat, muss man echt jetzt mal sagen, das ist schon eine harte Nummer. Oh. Los, denk an die Außensicherung, denk an die Außensicherung. Komm los, einmal außenrum. Und dann? Guck hier, links ist die Stange mit dem Messer dran. Raus hier. Raus hier. Der hat schon eine Krücke. Der hat schon eine Krücke. Wie kann man, wie, in welchem Film musst du sein, dass du denkst, das wird jetzt erstmal, das wird sich jetzt hier gleich erledigen. Und wir wollten ja gerade das Geld überweisen. Das hängt noch gerade im Internet fest, das Engelgeld. König Peter I. hat versprochen, das Geld kommt gleich. Da bettelt jemand um eine zweite Krücke, tut mir leid. Auf die Boden! Runter! Jetzt alles nicht so aus der Sicht. Alles gut, das haben wir hier. Okay. Lass die Klinge hier weg. Warte. Ich filme es einmal ab. Fenster alle offen. Warte, das ist nicht drauf. Mach da jetzt den Grundschick raus. Digga, kein Spaß, ne, das Ding. Also muss man mal sagen, ich weiß, haben einige vielleicht gedacht, aber das ist hier schon kein Spaß. Einmal natürlich hier, ich weiß nicht, wie man das. Jetzt alles nicht so aus der Sicht. Alles gut, das haben wir hier. Okay. Lass die Klinke hier weg. Warte. Ich filme es einmal ab. Fenster alle offen. Warte, ich möchte nicht drauf. Mach da jetzt den Grundschick raus! Ach, das ist hier eine. Wie heißt das? Eine Astsäge, genau. Da kannst mal jemand aber schön mal einen Oberkörper ran. Muss man erstmal Bock drauf haben. Das ist mein Grundschick, ja. Alles bleibt mal hier, hast du hier auf der Ecke. Ja. 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 Digga, da musst du erstmal Bock drauf haben, dass du weißt, draußen der Polizeieinsatz, du wartest in dem Haus, sitzt davor, bereitest noch Frühstück vor und so weiter. Was geht da bei dir im Hirn los? Ich muss sagen, ich hatte da ganz andere Zugriffe, ne? Also, das kannst du dir nicht. Wahnsinn. Ja, da die Polizei Glück hat, dass es kein Hinterhalt war, das muss man erstmal. Aber muss man mal sagen, Zugriff hier leider echt, das war nix mit X, ne? Gehst du runter auf den Boden? Einmal reifig, links ist das hier, die Alter. Unten, was noch? Hol es! Ich stell mir so ein Königreich ja immer ein bisschen hübscher vor. Also vielleicht fragt sich der ein oder andere, warum wird dann alles abgefilmt? Das ist ganz üblich, auch bei einer Durchsuchung, dass es dokumentiert wird in alle Räume rein, wie es aussah, wie war es nachher für den Gerichtsprozess. Dass da nicht behauptet wird, alles wurde kurz und klein geschlagen, ich wurde durchs Fenster geprügelt und sonst was. Das wird also dokumentiert. Rausbrechen, Leute! Dann raus hier!
Benni, ja? Erst der Mann raus, erst nach vorne zum Grundstücksgrenze. Zu Hans, dass ihr das Ding sichert. Dann weiß ich, wo ihr seid. Habt ihr noch einen frei? Einen frei? Drin ist einer, der ist alleine bei einer Zielperson. Oder bei einer Person. Tim, könntest du reingehen? Drin ist einer allein bei einer Zielperson. Alleine die, also Leo Schnell fragt gerade, hat einer der Zugriffe bei dir länger als zwei Minuten länger gedauert, bis alle lagen? Innerhalb einer Minute lagen alle bei uns. Wenn wir zu dritt oder zu viert verhaftet worden sind an einem Auto, dann war das ein Zugriff, Digga, das war, da hast du über, das war jetzt hier ein bisschen schwieriger, Haus, mehrere Nebeneingänge, viel mehr Leute wahrscheinlich als gedacht und so weiter. Aber trotzdem ist das hier, ich meine, wir reden jetzt hier über eine Zugriffszeit von 10 Minuten oder so, ne? In der Zeit kannst du ja nochmal, kannst du nochmal streamen, dir eine Pizza heiß machen und so weiter. Das war viel zu viel. Das war viel zu viel. Es geht in der Ausnahme. Gut, ich brauche das Helligentool. Wir hatten das am Auto gestellt. 13, 13, 13, 13. Und hinten mal. Die Schmecken von Ihnen nicht angepasst werden. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Diese Weiber, die Perlen da, die sind ja schlimmer als jeder Typ in diesem Video. Ich möchte von ihnen nicht angefasst werden. Meine Güte, du wirst gerade festgesetzt. Vielleicht sogar verhaftet. Ich bin Presse. Das tut mir leid. Und das ist ja auch das, was ich oft sage, wie Frauen dann auch wirklich Treibstoff nochmal sein können für Gewalttaten, Männer anzufeuern, aufzustacheln, rumzuschreien. Ich wurde begrapscht, ich habe einen blauen Arm, der mir am Poppes gefasst, der hat mir Geld geklaut, was weiß ich alles. Wenn ich das schon sehe da von der Perle, am liebsten würde ich sagen, müssen wir jetzt die Bilder zeigen, damit sie sich auch irgendwann genauso schämen wie meine Persönlichkeit bei vielem alten Material. Aber, ich möchte von ihnen nicht angefasst werden. Mann, du wirst gerade zum Streifenwagen gebracht! Wir holen jetzt Elektro und dann da rein. Ich weiß, dass du das wollen. Theo, du wärmst dich. Wenn sie nicht will, dann... Das ist ein bisschen da, aber vielleicht ist der am Haus. Guck, was in der Mehr ist, das ist noch. Hat der Haustür dort hinten dran? Siehst du das an der Ecke? Genau. Guck uns an. Ende der zweiten Aufnahme. Ja, der Fenster oder nicht? Kameraführung Polizei machen wir auch nochmal neu. Kamera gleich verrutscht ein bisschen. Eine kurze Frage zwischendurch. Hat so ein Königreich nicht eine eigene irgendwie Müllabfuhr oder so? Da geht das staatliche Programm wieder. Da wird dann doch auf den Zweckverband zugegriffen oder so. Man muss auch dazu sagen, ich hätte gedacht, so ein Königreich ist irgendwie luxuriöser. Aber das ist nur meine Wahrnehmung. Ja, nochmal üben. Ich hab keinen Hammer jetzt so schnell. Okay. Ja. Und hier sauber. Dann nehmen wir die Fotoapparat, dann mache ich dann die Fotos davon, vom Fotoapparat. Nein, da geht's nicht rein, das ist nur was raus, das haben wir noch gar nicht gemacht. 11, 13, 13.
Ich glaube, jetzt werden auch gleich nur noch die Räume abgefilmt. Kommt zum BMW. Das heißt, wenn ihr eine Tür seht, gleich rein und alles andere überläuft dann den Raum und dann in die nächsten Räume rein. Alles klar. Schnellstmöglich und dann anschließen. Okay, los, los, da! Los, rein! Jetzt Begehung des Wohnhauses, der Schwiegereltern der Zielperson. Das räumen die nachher wieder auf, keine Sorge. Das raus? Alles wieder raus. Warte mal, hier ist noch eine Tür. Frei. Frei. 19 für die 13, das Haus ist zumindest Obergeschoss frei. Wir gucken mal, prüfen noch Untergeschoss. Erdgeschoss. Ja, Ralf schreibt auch gerade, lausigstes Königreich ever. Das ist ja nicht groß, das herrschaftliche Haus vom, ja. Oh. Ja, Matze, ist so. Mich wundert auch, dass die BFE reingeht und nicht das SEK, ja. Ende der Aufnahme. Übersichtsaufnahme des ZU2. Ich beginne mit dem Flachbau, der sich vor dem Haupthaus erstreckt, zu seiner Linken. Einem Haupthaus, das ist zweietagig. Also muss man jetzt auch sagen, jetzt geht er nur durch, beschreibt das ganze Haus, das Schloss von vom König Ur. Adiran Ursache. Man muss ja auch erstmal sein Königreich Ur nennen, wenn man selber Ursache heißt und so weiter. Da ist auch immer schwer was los bei den Leuten, die wir dann immer wieder zeigen, ja. Da ist schon ganz schön, das ist schon ganz schön was los. Und wie gesagt, im Internet nachlesbar, der Adiran Ursache soll nachdem mein erster Räumungsversuch am Vortag gescheitert war, weil sich Dutzende Sympathisanten und Familienangehörige Ursache auf dem Grundstück versammelt hatten, leistete die Polizei Sachsen-Anhalt den Vollzugsbeamten Amtshilfe und rückte am 25. August 2016 mit zwei Hundertschaften nach Reuden aus, darunter ein Spezialeinsatzkommando. Bei der Räumung kam es zu einem Schusswechsel. Adiran Ursache schoss mit einem Revolver einem Beamten ins Gesicht. Das Geschoss prallte an dessen Helmvisier ab und verletzte den Polizisten am Hals. Ursache wurde niedergeschossen und schwer verletzt ins Universitätsklinikum Leipzig geflogen. Einer Polizeisprecherin zufolge wurden Polizisten von den Anhängern Ursaches unter anderem mit Pflastersteinen beworfen. Zu seinen Unterstützern gehörte damals auch Wolfgang P., der wenig später beim Polizeieinsatz in seinem Haus in Georgsmünd einen SEK-Beamten erschoss. Also, ist alles hier kein Spaß. So eine Leute leben irgendwo bei uns, unter uns, diese Radikalisierung mit Reichsbürger-Theorien. Deutschland, GmbH, alles ist gegen uns. Wir können unsere eigenen Regeln machen. Für uns gilt alles nichts. Wir wollen uns bewaffnen, wir können uns bewaffnen und so weiter. Ist einfach kein Spaß. Und dass dieses Video gezeigt worden ist, wir haben ja gesehen, die Einsätze von den Schüssen haben wir nichts gesehen, aber ist hier halt, und auch die Leute, die dabei waren, haben absolut kein Rechtsempfinden. Wir sind im Recht, wir dürfen durchziehen, das ist unser Grundstück, wir können hier machen, was wir wollen. Fassen Sie mich nicht an, für mich gilt das alles nicht. Macht diese Leute besonders gefährlich, das kann man immer wieder nur sagen. War einfach mal wichtig, dass, muss man einfach dazu sagen, immer wieder wichtig, dass wir das beleuchten. Vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei seid. Dankeschön an die Mods, die mit dabei sind, an die Community, die mit dabei sind. Und es gibt noch weitere Videos von anderen Perspektiven. Falls die jemand hat, darf er mir die gerne per E-Mail schicken an youtube@extremistlos.de oder info@extremistlos.de oder sonst wo, gerne auf allen möglichen Kanälen oder verlinken und dann können wir da gerne nochmal drüber sprechen. Vielen lieben Dank, dass ihr das mit aufgenommen habt, Polizei,
hier, würde ich mal sagen, ist jetzt kein Einsatz, auf den man absonderlich stolz sein kann. Nach, für mein Empfinden wurde hier viel zu lange, viel zu weich rumgewurstelt. Aber was wir eindeutig nicht gesehen haben, ist überharten Polizeieinsatz. Den haben wir hier absolut nicht gesehen. Und da verdienterweise hat der ein paar Jahre Gefängnis bekommen für den Schuss auf die Polizisten. Hat selber beinahe sein Leben verloren für so ein Königreich. Und ja, fehlen einem nur die Worte. Und kann man nicht hoffen, dass diese Bewegung irgendwann erstarkt. Dankeschön für das Prime-Abo. Wer ein Prime-Abo machen möchte, darf das gerne machen. Und ja, verwirrte Leute, die irgendwo unter uns wohnen. Ich hoffe auch, dass diese Leute irgendwann den Absprung schaffen. Dankeschön an die Mods mit lieber Weine, an alle Kanalmitglieder, sonst was, alle, die das unterstützen oder wenn ihr einfach nur mit dabei seid. Dankeschön, liebe Leute. Marisa will jetzt gleich Plätzchen backen. Ich muss ein bisschen Sport machen und ja, das muss dann für heute reichen. Dann darf ich nachher noch ein bisschen arbeiten. Morgen sehen wir uns live. Morgen Abend sehen wir uns live, Leute. Morgen Abend. YouTube, Twitch, Facebook, überall sehen wir uns live. Und da freue ich mich schon drauf. Also, liebe Leute, ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste.